Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, werte Gäste, auf den Wiesen ist es still geworden. Kaum ein Summen, Krabbeln oder Fliegen, Schwalbenschwanz, Hirschkäfer und Seidenbiene machen sich rar. Dabei sind Insekten eigentlich Überlebenskünstler. Sie gehören zu den ältesten und erfolgreichsten Bewohnern unserer Erde. Doch mit einem hat die Evolution nicht gerechnet, mit dem massiven Eingriff des Menschen in die Natur. Neu ist es nicht, dass der Verlust an biologischer Vielfalt ein ernsthaftes Problem ist. Und nicht erst seit der Krefelder Studie wissen wir, dass Insekten und andere Tier- und Pflanzenarten in ihrem Bestand bedroht sind. Die roten Listen bezeugen das seit Jahrzehnten. Dass dieses Thema jetzt durch das sehr erfolgreiche Volksbegehren in Bayern derart populär geworden ist, hängt wohl damit zusammen, dass der Insektenschwund für viele Menschen erlebbar geworden ist. Dass ihnen bewusst wird, hier gerät das Gleichgewicht in der Natur durcheinander. Und den Menschen wird klar, alle bisherigen Biodiversitätskonventionen, alle Strategien zur biologischen Vielfalt haben nicht geholfen, diese Entwicklung aufzuhalten. Es muss sich offenbar grundlegend etwas ändern. Die Ursachen für den Verlust an biologischer Vielfalt sind vielfältig. Einige sind ja heute auch schon aufgezählt worden. Tatsache ist nun, dass es gerade die Arten der Offen- und Agrarlandschaft sind, die in den letzten Jahren besonders zurückgegangen sind. Dafür gibt es Haupt- und Nebengründe. Nach Meinung der Wissenschaftler und Experten sind die wesentlichen Gründe für den Artenverlust der Einsatz von Pestiziden, die Intensivierung der Landwirtschaft und der Verlust an Landschaftselementen. Daher muss insbesondere dort angesetzt werden, wenn man eine Trendwende erreichen will. Und das macht übrigens auch den Unterschied der Volksinitiativen aus oder der Volksinitiative der Umwelt- und Naturschutzverbände im Vergleich zu den Vorschlägen der Landnutzerverbände aus. Genau dort wird angesetzt. Wir brauchen eine Herbizidreduzierungsstrategie. Und da ist es wenig hilfreich, mit dem Finger auf den einen Verband oder auf den anderen zu zeigen. Was wir brauchen, sind jetzt konkrete Ergebnisse. Ich will aber ausdrücklich betonen, es geht nicht um Schuldzuweisung und schon gar nicht an die Landwirte selbst, die unter schwierigen Bedingungen wirtschaften und von ihrer Arbeit auch leben müssen. Es geht um Rahmenbedingungen, die wir ihnen setzen. Bei der Bankenrettung lautete das Zauberwort Systemrelevanz. Gemessen daran sind die Insekten allemal systemrelevant. Nehmen Sie zum Beispiel die Wild- und Honigbienen und die anderen Bestäuber. Von den 100 wichtigsten Pflanzenarten, die uns ernähren, sind 71 von der Bestäubung durch Insekten abhängig. Forscher haben diese Leistung allein für Deutschland mit rund 2,5 Milliarden Euro beziffert. Die Arbeit der Insekten ist damit genauso viel wert wie der Gewinn der Bundesbank im Jahr 2017. Und Insekten erbringen weitere unzählige Ökosystemdienstleistungen. Neben der Bestäubungsleistung sind sie auch an der Grundwasserreinigung beteiligt, erhalten und vermehren fruchtbare Böden und sind Futter für eine Vielzahl weiterer Tiere. Daher muss Politik solche Rahmenbedingungen setzen, die zu einem wirksamen Schutz der Insekten beitragen. Die Ausgestaltung der EU-Agrarförderung für die auslaufende Förderperiode hat hier kaum Wirkung für den Schutz der biologischen Vielfalt entfaltet. Und Brandenburg war zugegebenermaßen bei der weiteren Umsetzung nicht gerade Vorreiter darin, Naturschutzgesichtspunkte bei der Förderung besonders zu betonen, um es mal vorsichtig auszudrücken. Wenn wir mehr Artenvielfalt in der Landschaft wollen, wird sich an der herkömmlichen Landbewirtschaftung etwas ändern müssen. Und bei vielen Landwirten hat bereits ein Umdenken begonnen. Das zeigt nicht nur der stetig, wenn auch noch zu langsam wachsende Anteil des Ökolandbaus, nein, auch in immer mehr konventionell wirtschaftenden Betrieben wächst die Bereitschaft zur Veränderung. Wir müssen dafür sorgen, damit notwendiges Handeln nicht zum existenziellen Risiko für diese Betriebe wird. Und eine grundlegende Neuausrichtung der EU-Agrarförderung, mit der die biologische Vielfalt bewahrt wird, ist dafür ein wesentlicher Schlüssel dafür. Vielen Dank. Vielen Dank. Wir setzen die